So, hallo, hallo, hallo. Ja, wir fahren jetzt eine Runde Mario Kart 8. Oh nein, ich bin diesmal nicht alleine, wie ihr eventuell am Bild sehen könnt. Es ist Splitscreen. Splitscreen, Mann. Krass, Mann. Wir fahren online zu zweit hier. Ja. Ihr müsst wissen, das ist unsere zweite Aufnahme heute schon. Wir haben einmal schon mal aufgenommen. Aber leider hat mein PC gemeint, warum Ingames halt aufnehmen? Wofür? Braucht man nicht. Wird überbewertet. Ja, auf und jeden deswegen, Fall. Und deswegen muss man nochmal aufnehmen. Und ich wusste genau, dass mich der Typ an diesen Typen erinnert. Der heißt L. Death Note. Hä? Death Note, hä? Der Typ vom... Der, guck mal nach links. Kannst du kurz nach links gucken? Ah, okay. Deswegen kam mir gerade so bekannt vor. Ah, ich wollte gerade sagen, so, hä? Aber Ähnlichkeiten. Also Leute, die Death Note gelesen oder auch den Anime gesehen haben, wissen, was ich meine. Der Typ sieht ein bisschen sehr danach aus. Ein bisschen? Ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ey, L, mach dich kaputt. Oh, ich hab einen Boomerang, ey. Ja, fuck you, ey. Ey, ohne Scheiß, wir haben jetzt. Ist ja nicht das erste Rennen, was wir jetzt fahren wieder. Nein. Ihr seht es jetzt gerade, was bei mir hier wieder passiert. Die haben es echt krass auf mich abgesehen, ey, ohne Scheiß. Ich bin Letzter. Ich bin Fünfter. Ja, ich nicht. Ja, okay, Siebter. Wie viele fahren mit? 10, ne? Ja, wer bist du überhaupt? Du hast gar nicht gesagt, wer du überhaupt bist. Achso, ich bin der Flens Gamer, ja. Es ging ja so schnell hier mit dem. Echt, Mann, wer bist du überhaupt? Quatschen hier so schnell, dass ich weiß, wie bist du eigentlich in das Spiel reingekommen hier? Ja, indem ich neben dir sitze. So. Ah, so läuft das also. Oh ja. Oh, fick dich. Erstmal krieg ich so einen Kackboost und dann rappt mich gegen mal mit so einem Panzer. Okay, Leute, ich glaube, dieser Part wird schlimmer werden als der letzte von mir. Das ist auch normal. Ist krass. Echt heftig, ey. Wie kann das sein? Nee, du fährst in den Abgrund. Oh. Ich hab's live miterleben dürfen. Ist lustig. Ja, du saßt, bist auch genau vor mir oder hinter mir. Du saß genau, war genau in dem Moment hinter dir. Ja, gerade. Jetzt hat er mich auch noch platt gemacht, ey. Läuft bei dir, ey. Die Strecke fahren wir heute echt tatsächlich das erste Mal. Die haben wir noch gar nicht, die haben wir gar nicht gefahren. Stimmt. Wir haben viele Strecken gefahren schon, aber die noch gar nicht. Viele Scheißstrecken, wie diese scheiß Regenbogen-Boulevards. Ja, da freut er sich drauf, die können auch wiederkommen. 6 Strecken sind das wie immer und ich schneide es nachher wieder so, dass ihr nur durch Rennen sehen werdet. Mann! Oder, wisst ihr eigentlich was? Nö, ich habe keinen Bock, das zu schneiden heute mal. Oder? Doch, ich werde es schneiden. Ihr werdet sehen, wie ich das nachher mache. Wollte ich gerade sagen. Ihr werdet sehen. Das ist Lady Gaga. Ja, wir fahren auch mit Lady Gaga und allem. Wir haben heute richtig prominente Gäste hier, ey. Ohne Scheiß, ey. Das Geile ist, Lady Gaga ist nicht alleine, die kommt im Double sogar. Ja, ist Double, es sind 2 Stück davon. Und sie kommen aus Deutschland. Das seht ihr jetzt gerade bei mir. Und die fahren auch im Splitscreen. Ja. Wahrscheinlich. Der ist Erster, der kriegt jetzt ein Geschenk von mir. Wahrscheinlich hat sie sich geteilt oder so. Ich hab keine Ahnung, ey. Nein, ich fahre auch den falschen Weg. Nein, nein. Oh, Glück. Das läuft hier echt nicht heute. Egal, was ich jetzt mache, egal, was passieren wird, es wird nicht mehr laufen. Nee, bei mir läuft auch nicht wirklich. Oh, da hat niemand grüne Panzer. So viel grüne Panzer, so viel grüne Panzer. Ah, Fünfter. Yay! Okay. Es geht noch. Und übrigens, ich habe nur 4000 Punkte, weil wir schon so viel gespielt haben. Nicht, dass euch wundert, gleich an der Punktzahl. Go, Flo, go, Flo, go, Flo, go, Flo. Ich bin nicht Letzter. Doch, scheiße. Wieso überholt ihr mich? Die Fotze, wieso kommen die her? Ja, lauf bei dir, ne? Oh, alle. Okay, wir hören uns zum nächsten Rennen. Falls sie jetzt einen Cut setzt, ich sag schon mal tschüss. Ich komm's dann gleich. Bis gleich. Der übrigens herausgefunden, dass L aus Australien kommt. Aus Tasmanien. Stand da nämlich gerade. Er heißt übrigens wirklich L. Das habt ihr eh schon gesehen. Was laber ich da? Das habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Oh, fail. Guck mal, die Lieblingsstrecke. Ach ja, stimmt. Wir fahren seine Lieblingsstrecke. Ich übrigens, die ich ausgewählt habe. Also das ist durch meine Auswahl gekommen. Ja. Gut, er muss sie selbst auch wählen, aber naja. Ja, durch den Splitscreen ja. Ja, übrigens, wir haben kein Thema, ne? Wir reden irgendwelchen Quatsch, der so uns einfällt, weil... Ich hab's aber bereits im letzten Part schon gesagt. Ich habe keinen Plan, wo wir im Moment reden sollen, weil ich im Kanal auch nicht so viel hab gerade. Naja, vorhin im letzten Part haben wir über Dragon Ball geschnackt. Wie weit ich aufgenommen und sowas. Genau. Ah, ja, stimmt. Und welche Sagen noch kommen und... Ja, stimmt. Ja, ich hab die Tonaufnahme, also die Stimmaufnahme habe ich ja von einem noch. Naja, ist aber... Aber in den Games auch nicht mehr. Ich kann ja die andere Stimmaufnahme nehmen, mal gucken, wie das kommt. Genau. Ich hab's auch so in Strecken gefahren, ey. Das ist ja was, wir regen uns ab. Ey, Magge, L geht ab, ey. Was geht mit dem ab, ey? Ey, übrigens, er ist tot, er kann gar nicht hier mitfahren. Wer? Ja, L. Kann ich mitfahren, das geht gar nicht. Ist unlogisch. Ey, was ein Zufall, den Manga habe ich erst vor kurzem gelesen, ey. Ohne Scheiß. Ja, den muss ich auch nochmal lesen. Ich habe den Anime habe ich auf PC und den Manga habe ich auch gelesen. Ach, gibt's sogar auch einen Film? Ja, es gibt ein Anime davon. Geil, den musst du mir mal geben. Sind, glaube ich, 6 und. Ich glaube, es sind knapp über 30 Folgen. Ich weiß nicht ganz genau. Es sind nicht so viele.
Weil es allgemein nicht so ein langer Manga auch ist. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber es ist ein sehr, sehr guter Manga. Ja, ich habe davon nur gehört aus meiner Klasse. Ja, es gibt auch Romane, es gibt Kinofilme davon, es gibt hammer viel, das ist hammer krass. Es gibt hammer krass viel, es ist auch sehr, sehr berühmt auch halt. Ich war Vierter! Wie läuft bei dir? Weil die Strecke liegt mir ohne Scheiß. Ja, so langsam krieg ich die auch gebacken. Aber jetzt hab ich geerntet und jetzt bin ich wieder. Ja, und jetzt ist jetzt richtig abgekackt hier. Yay, ich bin nur noch Dritter, leck mich am Arsch. Okay. Also übrigens das zweite Rennen, ne? Wir fahren wieder 6 Rennen. Ich gehe als 6. durchs Ziel. Mann, ich als letztes. Ja. Ich krieg 12 Punkte. Ja, wow. So, ich bin so im Mittelfeld, kann man sagen. Ich bin der mit den meisten Punkten in der Gruppe, ja, ich war trotzdem total scheiße. Ja, das stimmt. Krass, ey. Na gut, was soll's. Ist halt so. So, weiter geht's. Dritte Rennen, wir fahren Yoshi Tal von der GameCube, von dem DLC, glaube ich. Ja, ich habe Zelda fertig aufgenommen. Wow, 41 Parts und ich mache einen Fehlstart. Juhu! Läuft bei dir, läuft bei dir. Ich habe es nämlich so gemacht, dass ich jetzt die letzten Herzteile alle zusammengesammelt habe. Das waren 24 Stück noch, aber da waren manche Herzteile wirklich dabei, die habe ich innerhalb von 30 Sekunden gesammelt. Und da ich so gedacht, schnell? Ja, das geht bei Ocarina of Time echt krass schnell, manche. Oh, und da ich gedacht, so ja, bevor du jetzt ein 2-Part mit 12 Minuten nur machst, nachher. Ja, okay, da habe ich gedacht, dann halt, so, aus es zusammen, beide halt, aus die 24 zusammen und ist halt so, denn sind halt 41 Parts. Es sind immer noch 7 Parts schneller als mein damaliges Let's Play. 7 ganze Parts bin ich schneller diesmal, hammer krass, ey. Ja, nicht schlecht auf und jeden dafür, Fall. Und dafür, dass ich sogar noch die 3 Herzen-Challenge mitgemacht habe, ist das echt krasser Unterschied. Ja, bis auf Kingdom Hearts Final Mix bin ich bei jedem Let's Play, was ich jetzt wiederholt habe, immer schneller gewesen. Okay, doch, ich glaube Kirby nicht, aber... Naja, Kirby ist auch Kirby. Kirby. Im Übrigen habe ich noch keinen Plan, was nach Zelda kommen wird. Ich sitze immer noch an dem Problem, ich weiß nicht, was ich danach spielen soll. Können wir ja mal Vorschläge machen. Ich glaube, das habe ich im letzten Video schon gesagt. Ich habe auch eigentlich vorgehabt, ein Bild einzublenden, das habe ich vergessen. Eigentlich? Eigentlich habe ich es vorgehabt. Ich habe es echt vergessen, ohne Scheiße. Oh, ja, diese Blitze, die sind zum Kotzen. Lady Gaga, das ist eh deine Schuld, das sehe ich jetzt schon kommen. Egal. Was habe ich sonst aufgenommen? Dragon Ball habe ich nur einen Partner auf dem PC. Da weiß ich gar nicht, wie weit ich war. Stimmt, ich habe die Cell-Saga abgeschlossen. Genau. Jetzt kommt die Android-Saga. Die Android-Saga, ein bisschen merkwürdig in dem Spiel. Ja, aber es ist aber halt die Zukunft. Ja, ich sag das dem Part bei mir, glaube ich, meine ich sogar, dass ich da ziemlich irritiert bin, dass das so viel fehlt. Weil ich kenne normalerweise bei noch keinem Dragon Ball-Spiel war das so. Das ist das erste Mal, ne? Dass die Cell-Saga, also dass die Cyborg-Saga halt komplett eigentlich nicht da ist. Was auch schade ist wegen C8, C19 und C20. Es wird im Prinzip erklärt, wie das mit Cell ist noch? Man sieht, in der Android-Saga siehst du halt, wenn du gegen C18 und C17 kämpfst, siehst du Cell in der ersten Stadions vor und siehst du den Hintergrund. Okay. Und dann aber auf einmal ist er so, boom, perfekte Form. Ja, das und ist ein bisschen kacke gemacht, finde ich. Ja, das stimmt. Das, ja, was. Alter, was geht, ey? Der hat genau die Bahn nämlich reingeworfen, Kackstück, Mann. Wie hast du das denn gemacht? Ich nicht. Ich habe das Spiel übrigens noch nicht weitergespielt. Ich habe keine Ahnung. Ist immer noch natürlich blind für mich, klar. Weil ich habe es nicht weitergespielt bisher. Aber Erzählungen ist ja nicht wirklich Wissen oder halt. Nein. Aber ich kenne Dragon Ball halt und deswegen weiß ich ja, was da passiert. Es ist halt nur das Spiel halt vom Gameplay her und das ich nicht kenne. Und halt die Sache mit Mira und. Also wie gesagt, also bevor du gegen. Ich weiß auch, dass irgendwann jemand noch mit Namen Bill kommt. Das weiß ich auch. Ja, aus das wurde mir schon erzählt in einem Kommentar. Das wurde mir in einem Kommentar erzählt und mir wurde schon sehr erzählt, dass ich mich freuen werde darauf. Ja, nicht nur auf den. Ich weiß es. Mira ist auch echt. Ich hänge bei Mira so krass fest, ey, das geht gar nicht. Der zweite Kampf war echt leicht. Ich glaube, das war nach der Cell-Saga. Ja, aber jetzt kommt seine volle Kraft. Wow. Und da hat er ein bisschen mehr an Power. Naja, wir reden gleich weiter. Und. Ja, und somit haben wir auch wieder zwei neue Leute drin, ne? Also Split Screen. Wir fahren Kumu weiter übrigens auf der von der Wii. Mario Kart Wii. Yay! Ist Mario Kart 6, ne? Oder? Ja, es ist 6. Mario Kart 7 ist halt der 3DS-Teil. Genau. Und dann halt der jetzt hier. Und über 8 Teile gibt das denn schon. Gut, es gab auch einen von den hier Spielautomaten. Arcade, genau. Echt? So hieß das, ja. Mario Kart Arcade oder so, ich weiß nicht ganz genau. Es gab es auch nicht in Deutschland. Glaube ich. Kann sein, dass es das vielleicht doch gab. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich will auch jetzt keine Lügen erzählen. Also, wenn es das gab,
Einfach mal in die Kommentare. Scheißbomb. Ich mag die Strecke ohne Scheiß. Ich finde die echt gut, ich mag die Musik hier, aber was jetzt gerade hier abgeht, ist echt nicht normal. Ja, das merke ich aber auch gerade. Bin Elfter, yeah, läuft bei mir wieder echt. Mag er ohne Scheiß. Arno, der ist so hässlich. Guckt euch mal das Bild da vorne an. Wenn ihr den Mii gesehen hättet, gerade eben in der Auswahl, ne? Alter. Die würden lachen, die Leute. Ja. Vielleicht blende ich das, wenn ich dran denke und auch es für nötig noch halte, es einzublenden, werde ich euch mal ein kleines Bild davon zeigen. Ich werde es ausschneiden im Bild und werde euch reinzeigen dann mal. Wie toll aussieht. Oh, fickt euch doch. Ich habe echt schon hässliche Mies gesehen, aber das ist echt schon wie ein Highscore, ey, ohne Scheiß. Vor allem, wenn du viel Mario Kart Wii spielst auch, dann siehst du echt krasse, hässliche Leute. Also, ich weiß nicht, ob die wirklich auch so aussehen. Ich habe nichts gegen hässliche Leute, es soll eine Beleidigung oder so sein. Aber echt, wenn man sich ein Mii macht, dann... komm. Ja, dann sollte man von denen das schon eigentlich so, dass man halt den einen selber halt teilweise, sag ich mal, also mein widerspiegelt. Mein Mii sieht eigentlich schon im Prinzip so aus wie ich. Nicht viel, es ist nicht viel Unterschied. Ich sehe ein bisschen besser aus. Okay, das klang jetzt eingebildet. Ich wollte halt nichts sagen. Nein, aber mein Mii sieht schon aus wie ich. Da ist schon eine Ähnlichkeit ein bisschen da. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich eigentlich mit meinem Mii die ganze Zeit fahre. Bin ich eigentlich nie Let's Play schon mal und nicht mit dem Mii gefahren? Ich glaube nicht. Du hast bis jetzt immer deinen Mii gefahren. Ich bin immer mit dem Mii gefahren, glaube ich, bisher. Ich habe noch nicht einmal gewählt. Oh, ach, Alter, leck mich, ey. Selbst wie wir mit Andreas und so immer gezockt haben. Immer hast du deinen Mii gehabt. Oh, ach, da, ich kotze. Elfter, ich kotze nicht. Oh. Weil das Standard ist. Oh. Magell geht ab, ey. Ich will zweiter, ey. Aber Lady Gaga ist raus. L hat uns verlassen. L ist raus. Er hat keinen Bock mehr gehabt. Hat er mir geschrieben. Er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr vor uns. Wir sind zu schlecht. Der schreibt sein Death Note gleich unseren Namen rein. Vor allem, die Strecke kann ich auch echt gut, aber schon Fehlstart, schon scheiße. Und eine Kacke. Das ist die F-Zero-Strecke. Ja, die F-Zero-Strecke, da wo ich so krass aber war beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal. Auch eine Strecke, die echt darauf getrimmt ist, die Hammer schnell aussehen soll. Die ist auch echt schneller, durch dass sie so viele Turbos hier gibt. Ja, Leute. Dadurch, dass sie auch so ein bisschen verwinkelt ist, sieht das auch schon so ein bisschen weg da. Schneller aus. Oh, Münzen mit Geld. So, jetzt gebe ich mal ein bisschen boosten. Hier geht gar nicht klar. Jetzt muss ich aufholen. Nein. Oh. Ja, da gibt es Abgründe links und rechts. Da muss aufpassen. Ja, habe ich gemerkt. Das ist übrigens das fünfte Rennen. Glaube ich zumindest. Wenn es nicht das fünfte Rennen ist, dann fahren wir schon das sechste und dann fahren wir gleich noch eins mehr. Keine Ahnung, ich zähle nicht mehr mit. Es bezieht sich auf Vermutungen hier gerade alles hier. Da vorne ist Mark. Überhol ihn. Ich versuch's. So, ich bin Dritter. Yay. Wann wir wohl die 5000 Punkte schaffen? Ich glaube nie mehr in diesem Let's Play. Wahrscheinlich Part 100 oder sowas, ey. Meinst du das? Keine Ahnung, keine Scheiße, ey. Ich habe für die 4000 schon fast 3 Parts gebraucht. Weil ich letzten Part zu Kacke gefahren bin, ey. Hallo PJ. Ich krieg dich noch! So, jetzt. Aber jetzt ist die letzte Runde, dann kann das sein. Ja. Die Musik aber schnell läuft, ey. Naja, ich bin noch nicht in der letzten Runde, aber... Naja, natürlich, wir sind alle in der letzten Runde. Nee, ich bin in der zweiten. Wer ist doch der erste zweite? Oh, ich frage gerade, ob es die letzte Runde ist. Und er sagt, ja, er ist nicht in der letzten Runde, aber wir. Das wäre ziemlich unlogisch. Damit wir hätten wir nicht überrunden müssen. Stimmt. Aber wenn du Achter bist, ist das irgendwie nicht möglich. Naja, sag es nicht. Das war unlogisch. Deine Mutter ist unlogisch. Mann, fahr doch mal ordentlich. Oh, ich habe kein Item mehr. Oh oh! Und ich hab neues Item. Gut, alles gut. Nein! Was mach ich da? Scheiße! PJ, du Arsch! Und da wieder vorne wieder. Gib ihn! Oh, da kommt irgendwo. Er ist runtergefallen. Ja, ganz klasse, ey. LOL! Der Typ ist runtergefallen, der erste. Der blaue ist auf ihn gegangen, obwohl er runtergefallen ist und ich schon längst erster war. Haha, geil! Jetzt bin ich erster geworden. Yay! Strecken kann ich. Ich bin Achter. Nein, komm. Das muss ja eigentlich noch so passieren. Aber du hast echt Glück, Alter. Du bist echt noch Achter auch noch. Geil. Du hast echt noch geschafft, jetzt wäre nicht. So, 18 Punkte. Yay! Ich habe genau meine 1000. 4276. So, wir hören uns dann gleich im letzten Rennen. Ne, fünften.
Ich weiß es nicht mehr. Doch, es ist das letzte. Es müsste das letzte kommen. Ja. Hammer gut, ey. Durch Zufall kam das wieder. Ja, durch Zufall. Da hast du doch irgendwas gedreht. Ja, natürlich. Wir haben alle Vulkangold gewählt. Einer zufällig irgendwas kommt bei Zufall Regenbogen-Boulevard. Und ich mache wieder einen Fehlstart. Läuft bei mir. Ja. Der läuft bei mir. Free Melon. Das letzte Rennen jetzt. Also, es ist wirklich das letzte Rennen, weil von Aufnahmezeit her kommt das hin. Und ich habe kein Item. Ich krieg das nicht immer am Anfang Item an zusammen hier. Ich glaube, jedes Mal, wie die Strecke fahren, nie am Anfang habe ich ein Item bekommen. Nie. Ich kann mich niemals nicht daran erinnern. Stimmt, jetzt du es sagst. Ich hab nie ein Item da vorne gehabt. Ich war ganz halt ohne. Und trotzdem Dexter. Yeah, skilliger Putty. Läuft bei mir. So. Sonst irgendwas gewesen? Nö, sonst war alles cool. Nö, sonst war alles. Oh, ein roter. Nein, nein. Oh, Glück gehabt. Vielleicht machen Flo nicht nochmal gleich noch was irgendwas anderes. Also nochmal so ein Spaßvideo. Mal gucken. Ja, muss dann halt. Vielleicht hau ich gleich auf die Fresse und spiel eine Runde Smash. Mal gucken. Wieso? Ich seh grad nichts. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, ich seh auch nicht. Ich seh hier nicht viel. So, jetzt gib doch mal. Ich will nicht mit alleine. Das war klar. Ich bin Fünfter. Oh, ich wurde das erste Mal von dieser Kugel getroffen. Ich wurde noch nie getroffen von dieser Kugel. Es gibt für alles das erste Mal, glaube ich, hier in diesem Part, ey. Oh, Mann, ey. Läuft nicht. Vor allem der Stern ist in diesem Spiel so schlecht, ey. Der gibt nicht mal Turbo oder sowas, ey. Der ist mal langsam. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist er nur dafür da, um zu leuchten. Keine Ahnung, ey. Man kann nur dämlich leuchten, ey. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Was machst du da? Ja, diese Tintenfleck. Genau. Ich sehe Arno, ey. Hallo, Arno. Oh, ich hab schon wieder einen Stern. Wahrscheinlich wieder bringen wir nichts, ey. Nein! Oh, ich war so schön Vierter. Ja, jetzt hab ich dich sogar geholt, ey. Und das in der letzten Runde, kurz vorm Ziel, ey. So, Leute. Ey, das hab ich letztes Mal auch gemacht. Oh, Mann. Gut, wir hören uns dann. Minus 3 Punkte, yeah! Aber wir haben es geschafft, ein paar Punkte zu holen. Das ist immer in Ordnung. Ja. So. Hört man dich in den normalen Let's Plays wieder oder bei mir auf dem Kanal? Ach ja, du hast ja auch einen Kanal, stimmt. Okay. Schaut vorbei. Tschüss! Mm.